So, musst du jetzt auch zum Exolab? Ja. Gut. Oh ja, so eine grüne Kiste. Wir sammeln Schrumsis. Hört sich ganz schön, ne? Ja, das kann ich ganz kurz. Ja, dann muss ich den ganzen Mist erstmal wieder aufladen. Achso, das ist so, das hat eine hohe Abklingzeit oder was? Nee, ich habe so komische, so vier Boxen. Dieser Spruch verbraucht zwei davon. Und die sammelst du mit Damage anrichten oder mit was? Ja, genau. Dem bleiben und Damage anrichten, ja. Okay. Lass mich raten. War die Töter. Genau. Ja, jeden Angriff, den er macht, baut die Box wieder auf. Oder wenn er halt dementsprechend aus dem Kampf draußen ist, ich glaube 30 Sekunden später bauen sie sich auch wieder auf. Ich habe hier glaube ich irgendwo eine WIP-Filser im Mäuchen. Irgendwas hatte ich noch für Sanitäter. Ja, hier Sanitäter, WIP-befähigte Aura. Ich weiß nicht, ob du die brauchst. Was? Achso, so ein komisches VIP-Ding? Ja. Mag er danach eine Instanz machen? Ein Abenteuer? Genau, das ist 15, ne? 15, ne? Ja, das wird noch ein paar Minuten dauern, bis wir da sind. Aber ansonsten total gerne, ich habe richtig Bock auf sowas. Ich liebe ja Dungeons, ich liebe Inis, ich liebe ja solche Abenteuersachen und so. Und aber nö, es dauert noch ein bisschen. Komm schon, auf geht's hier rein. Haben wir auch, bin erst Level 11 geworden. Bin kurz vor Level 10. Dann dauert noch ein bisschen. Okay, ich grinde gerade schon wieder irgendwie, das ist so ein Instinkt, ich muss damit aufhören. Ja. Wie viel Aeon gezockt? Ja, wir haben in der Tat eine Menge Aeon gezockt, ja, damals als ich aber. Pepe, wo bist du? Ich seh dich auf der Karte nicht mehr, ich hab Angst. Ja, bist du durchs Portal zurückgelaufen? Glaub ich nicht. Da bist du. Da bist du ja. Hier hinten ist noch eine Quest. Level up! Oh, look at you! Time to crack some skulls! Ja, wenn ich hier draufklicke, Head toward Elward Refuge. Ne, da muss ich gar nicht hin. Ne, wir müssen in der Tat noch was einsammeln, hast du recht, ne? Oh, Snickles ist online gekommen. Halt. Ich muss mal gucken, wo du bist.
Ach ja, ich kann ja einfach auf dieses Ding klicken und dann wirst du mir angezeigt. Ich folge da einfach mal diesem tollen, coolen Pfeil hier. Oh, Zirkel. Epic. E wie Efte. Oh, yo, geil, Hans Trio, schön, dass du online bist. Super geil. Er hat Level 11? Efte hat Level 11? Ja, das ist schon total das geile, fetzige Game. Es lebt noch. Haben jetzt genug Leute um ihn herum Viecher getötet, dass er... Wie du siehst, ich bin halt so ein mega, ultra, super cooler, kleiner, hasenähnlicher Typ. Wo ist denn hier? Da, da ist Pepe, der lässt sich gerade verhauen. Nee, gar nicht, das ist der andere Typ hier. Mein System spinnt. In welchem Sinne? Warped Iron hier, Greed. Also, das zeigt mir an, ich habe 5 Unverbrauchte, wenn ich die verteile und auf Set benutzen gehe, setzt er sie direkt wieder zurück. Boing, boing, boing. Okay. Ja, nicht in der Tat, das merkwürdig. Hey, das ist jetzt auf jeden Fall Pepe, ich gehe mal ein bisschen näher ran. So, jetzt kannst du sehen. Ah, ah, das ist Pepe. Hallo, Pepe. Unser Sanitöter. Pepe, nicht zu schnell rennen. Hui, 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 ich bin auch gerade geflogen, wie das aussieht. Pepe sieht ganz schön creepy aus, finde ich. Finde ich auch. Ah. Hui. Deswegen, ich habe die totale Kaufempfehlung für Katafi ausgesprochen. Ich hoffe mal, dass der auch noch hier reinkommt. Ja, genau, das ist der kleine Cthulhu, den hat Pepe über meinen Kopf gesetzt. Ich muss einen kurzen Reload machen. So, ich glaube, wir haben alles, ne? Ne, 80%, ich brauche noch einen so ein Serumstinks. Han, ist das ein bisschen dunkel hier gerade mit der Cam? Ah, schon besser. Ach, jetzt weiß ich, was das für ein Bug war. Wo ist denn noch so ein Ding zum Anklicken? Jeweils nur noch einmal anklicken. Ja, es sieht so aus für mich. Ja, ich folge mal hier vorne rein. Hui. Ah, hier ist sogar einer, hast du recht. Geil. Und jetzt? Einmal quer durch den Strahl laufen. Okay, kann ich, das kriege ich hin. Okay. Ich muss trotzdem ein bisschen Licht hier. Lichi? Ein bisschen Lichi anmachen. Also es ist halt in der Tat erheblich fluffiger als jetzt zum Beispiel WoW Han. Na, also es hat eher so ein... Es fühlt sich ein bisschen dynamischer an, muss ich zugeben. Aber das ist natürlich jetzt auch kein zentrales Alleinstellungsmerkmal von WoW, muss man an dieser Stelle sagen. Es steuert sich halt in der Tat wie Smite halt, ne? Fühlt sich auch in der Tat so ähnlich an, muss ich zugeben. Als nur so natürlich MMO-artiger. Hui, hui. Was ist das? Begin your journey to whatever. Das kriegen wir hin. Hm? Ach nichts, ich lese nur die Textteile hier manchmal, so ein bisschen was von den Quests.
Ich setz dir mal so die Kreise. Nein, nicht überritten werden. Ja, ich hab das Achievement bekommen. Dankeschön. Hui. Oh geil, so eine Kiste liegt einfach am Wegesrand. Das können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Das sind natürlich die Supportkisten für uns Siedler. Oh oh. Ich glaube, irgendwas stimmt mit dir nicht. Warum? Denn da war gar keine Kiste. Ich habe keine gesehen. Doch, das sieht nicht wirklich. Das siehst du nur dann, wenn du auch deinen Beruf hast. Also den Pfad. Den anderen Pfad hast, siehst du dir nicht. Echt? Also mir wurde gesagt, ich soll diese komischen Pilze essen und dann sieht die jeder. Hui. Hier sehen wir gerade zum Beispiel so ein Telegraph-Ding. Ne? Das ist so ein typischer Bestandteil von Wildstar. Die Dinger gibt's auch in super gefährlich. Ich bin deswegen so klein, weil meine Rasse so klein ist und Pepe ist deswegen so groß, weil seine Rasse so groß ist. Aurin. Ja. Männlich? Weiblich? Männlich. Geschlechtslos? Ah, die sind ja quietschekotsch lustig. Aber ich find's schade irgendwie, weil in der Beta gab's halt noch so andere Gesichter, die noch so ein bisschen grimmiger geguckt haben. Ah. Und die sind halt leider irgendwie raus. Die sind jetzt auch noch drin. Echt? Man muss ihn nur finden. Ja, ja. Ich hab sie leider nicht gesehen. Hui. Ich muss sagen, in jeder Konstellation da vorhanden, deswegen. Auch in Stalker ist natürlich auch cute. Check-in with... Ich hasse es. Gegen 5 Leute kämpfen, danach gleich sind... Hui. Bild den ersten, den zweiten, den fünften, dann kommt der erste wieder. Die enden der Kampf. Okay? Ja, und wir Siedler bauen zum Beispiel so tolle Buff-Stationen hier, mit den Dingen, die wir so finden. Was wollen wir denn mal haben? Travel Speed nehmen wir, ne? Steht doch schon dort. Meiner ist schöner. Was sagst du? Dann nehmen wir halt so einen HP-Boost. Das ist auch gut. Attribut-Booster. So, Level 10 geschafft. Ich gehe jetzt erstmal los. Grazi! Jo, Bis später. Ah, neue Taschen. Taschen bekommst du immer wieder. User disconnected from your channel. Love letter to the Queen. Ja, wo ist denn die Königin hier? Ah ne, muss ich ja gar nicht mehr hin. Hui, hui, hui. Hui. Ah, okay, ich hüpfe mal gegen Bäume. I await your results. You swiftly now. Lives and unlives are on the line. Wach auf, Schlafmütze. Okay. Ja. Ab in den Abgrund. Hurra. Bin hier. Da. Wir müssen ja einfach diese Riesenviecher platt machen, ne? Grove Guardian. Ich muss ja wirklich sagen, dass diese komischen Raid-Symbole überall sind. Bis nach 30 Metern erkennt man sie nicht. Okay, wir sollen sie alle platt machen.
Ja, natürlich gibt's jetzt genau 0 Growth Guardians. Ah, hinten ist einer. Zwischendurch poppen auch einfach mal irgendwelche Challenges auf. In der man dann so viel einsammeln, berühren, wegwerfen, essen oder einfach nur killen muss. Ah, wenn man die Dinger repairt, kommen auch einfach Growth Guardians zu. Prima. Wir können es dir also selber generieren. Ja. Weiß nicht, bei mir steht dran Settler Structure. Dann kannst nur du das Ding heile machen. Ah, das ist wie praktisch. Weiß nicht. Okay. Da ist wieder einer. Ich stehe sogar gleich zwei. Super. Zeit. Das brauchst du eher, ne? Frage? Guck mal ganz kurz. Im Grunde ist es wurscht. Inside erhöht Support Power. Okay, dann nimm doch hin. Ich hau jetzt erstmal DD raus, ja. Ich kann auch beide nie drauf würfeln. Also, du wirst wahrscheinlich auch nur diesen Anfangsschild. Ich mag meinen Anfangsschild. Na, okay, jetzt hab ich. Okay. Hui, hui, hui. Dann mal los. Wer hat hier einen? Ah, okay, hier hoch. Ja, weil man es weil kann. Kann. Genau. Wird, denke ich mal, alles in den Instanzen, in Singleplayer-Instanzen irgendwie aufgeklärt werden. Aber, ja. So, jetzt gehe ich erstmal Kühe umstüpsen, nämlich gerade Nacht. Don't ever give up hope. Sometimes it's all you have. Noch einen finden, den ich umstupsen kann. Da ist einer. Da steht eine. Did you need something? Tups. Okay, gut, machen wir. Hui.
bitte so geil, einfach mal die Kühe umstupsen. Ochsen oder was es ist hier. I was wondering what kept you. I presumed it was death, but that's just my way. Okay, wo lang? Ja, wir müssen hier auch. Weil im echten Leben nicht macht, macht man halt in-game. Richtig. Kühe umschmeißen. So, eine brauche ich noch für die, für die Bronzemedaille. Wie kann ich denn mal gerade was im Zirkel schreiben? Ah, vielleicht C1. C1, genau. Wenn das der erste Zirkel ist. Ansonsten C2, 3, 5, 8, 16, 24. Ich bin ja immer dabei, wenn das machst, was du eingeben musst. Hui, hui, hui. Jo, noch zwei, dann habe ich meine Silbermedaille. Dann habe ich 10 Kühe umgestupst. Was? Spaß? Hier ist wieder ein würfelbares Item. Das ist ein Resonator, der ist für dich. Ja. Hier. Wurzeln rein. Eine noch. 18 Sekunden, mir fehlt doch eine scheiß Kuh. Gibt's das? Ich bin keiner mehr. 10 Sekunden. Oh, es gibt nur Bronze. Schade. Eine Scheiße. Da ist die Scheiße. Fick dich. War schon auf dem Weg, dann hat sie dann umgedreht. Und dann spawnen die genau hinter mir. Blöde Kuh. Hier, da ist auch so ein Krieger-Dings. Krieger-Dings? Ja, ist Krieger-Dings. Ein Krieger-Terminal. Hui. Keep an eye on the hazard bar. Übrigens, das Add-on Scrappy ist auch ein schönes Add-on, falls du das noch nicht kennt. Scrappy? Ja. Für das, Auto-Cell-Junk gewimmelt? Nein, für das, auseinanderfassen, das Recycling. Dass sie dann nämlich erstmal alle Items auf einmal und nicht in der Liste nacheinander. Na cool. Und dann kannst du dann dementsprechend. Haut aber leider auch nicht immer hin. Doch? Nein, ich hab's ja selber drauf. Ich hab keine Probleme bis jetzt. Du musst immer bedenken, dass du, das Level haben musst von einem Item, was du zerstören willst. Das heißt, wenn du Level 12 bist, kannst du keine 13 Items gut machen. Das geht nicht. Hier. Und du musst dann halt wahrscheinlich nur mit der Maus drüber gehen über das Item in der Liste. Und kurz warten, bis es vollständig aufgebaut ist, der Balken. Und dann kannst du mal einfach drauf drücken. Dann machst du das auseinander. Autsch, autsch. Salvage mal zurück, Salke, aber. Ich hab jetzt noch keine Probleme gehabt. Manchmal werden die Items einfach partout nicht angezeigt. Ja, weil du, nicht das Level hast. Nein, ich kann es ja von Hand selber kaputt machen. Hier, Pepe. Okay. Sind die eigentlich für uns beide? Ich hab jetzt noch nicht gehabt, Leute. Ich hab's jetzt schon beide im Gebrauch und. Da hinten sehe ich gerade eine rumlaufen. Hallo, wo ist die hin? Ich würde zum Arzt gehen, wenn du Wurzeln rumlaufen siehst.
Ist, glaube ich, nicht gesund. Die Wurzel hat gesagt, das ist voll in Ordnung. Langsam mache ich mir Gedanken. Da hinten ist noch eine, falls du eine brauchst. Ich muss nur noch diese komischen Viecher hier umkloppen. Ich glaube, wir können auch in diese Tunnel. Let us speak. You made progress. Doch, wir müssen in den Tunnel. Just grinden. Double kill. Zeit. Ich würde ganz gerne einen Skill umnehmen. Ich habe das bisher noch gar nicht gemacht. P. Mein Hauptattribut ist ja Moxie. Ne, ist das richtig? Assault Power. Upsi. Okay. Oh, nee, da ist auch nicht. Skills um Ende. B wie Bertha. B wie blöd bin ich. Blond bin ich. Joa, das sieht doch okay aus. Bin da wieder in der Elite angehauen. Gut, auf Dauer nicht gut. Okay. Also diese 2% X-Bonus, die merkt man richtig gut, ne? Naja, ich sehe da nix. Ich sehe noch nicht mal den Buff bei mir. Okay, das ist seltsam. Ach, dieser 2% X-Bonus. Ich weiß nicht, ob du auch so einen Authenticator da drauf gepackt hast bei dir? Natürlich habe ich den drauf. Okay, dann wundert es mich. Ja, aber das ist nicht mal Grund, warum ich den aktiv habe. Ich habe ihn aktiv, weil ich den Account-Sicherheit haben will. Ja. Der Rest ist mir egal. Der braucht den Titel nicht, also. Wenn du bekommen solltest. Also scheint es bei mir irgendwelche Probleme zu geben. Aber wie gesagt, ist mir egal. Ich hab das bei SPTOR auch nicht mit dem Dinger gemacht, bei WoW auch nicht mit dem, dem Pad. War mir alles egal. Ja. Sie haben es natürlich schön gemacht, dass man potenziell das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann. Ja, klar.
Ich werde definitiv darauf warten. Ich denke mal, das wird da auch wieder mit dem Fox-Term zu tun haben. Mit dem Headstart jetzt, dass es nicht funktioniert. Es wird da definitiv noch mehrere geben, die jetzt den Buff nicht haben. Und dementsprechend rummeckern. Also werde ich das momentan noch nichts sagen. Ich werde einfach warten und wenn er jetzt kommt, ist es mir auch egal. Hat ein schönes Gimmick, ja, okay, aber ich brauche natürlich nicht. Es gibt ja Leute, die machen das nur, um diesen Buff zu bekommen. Oh, ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich absolut nicht verstehen. Mhm. Oh, jetzt hast du mich ja fast mit anderen gesperrt. Ah, es steht auch dran, dass ein Science-Typ, der kann mir das hier öffnen. Ich bin einer. Ja, für die Wissenschaft. Ich bin aber woanders als du. Das klingt schade. Okay, ich folge dir einfach mal, Pepe. Wir fahren, ich glaube, wir waren noch gerade da schon richtig drin. Nee, nichts von außen Blatter kommen. Ich probiere gleich mal was aus. Nichts Interessantes, was du da jetzt verpassen würdest oder so. Drücken wir mal diesen kleinen Schafwolf. Fliege. I trust there is new data. Ist ein Buch auf dem Boden. Hab's. Hey, cool. Und jetzt? Revive the final. Da ist er doch. Oh ja, geil. Hier ist noch ein. Kurz gegen die Wand rennen. What can I do? Oh. Ich folge dir. Lass uns mal ganz kurz den hilflosen Spellslinger helfen. Brauchen wir aber gar nicht. Alter, ich bin gestuckt. Geht das eigentlich zusammen, wenn wir... Also hast du auch diese komische Challenge gebraucht? Ich habe keine Challenge gerade. Okay. Ich muss hier so komische. Zählt zu viel, also ich meistens jetzt alles einsorgen. Das ist natürlich schade. Ja, das ist das leider gucken, was dauert. Irgendwie in 6 Höhlen Schmetterlinge einsammeln. Ja, hast du Schmetterlinge abgeholt. Ich glaube, ich klick auch mal einen an. Musst du anspringen. Ja, siehst du, jetzt habe ich es auch hier. Hol dir die Höhlenschmetterlinge. Doppelsprung! Dann weiß ich, wo ihr seid. Da käme ich eh nicht hin. Hab das andere Stadtgebiet genommen. Ach so, okay. Gefällt dir das andere Stadtgebiet? Beide sind gut. Höhlenschmetterlinge! Flattern sie. Wird es so oder so noch durchjagen, weil ich mache definitiv irgendwann später einen Charakter, wo ich dementsprechend Not für die Story nutze. Dann lese ich mir schon die Quests durch und so. Kann dann zwar ein paar Jahrhunderte dauern, das Ganze, aber das ist mir egal. Okay. Ich sammle noch so eine Kiste ein, die du nicht siehst. Da wusste das dann noch was ist. Dieser scheiß Höhle da. Und seien es nur Höhlenschmetterlinge.
Climate, bitte Paper. Okay, ich werde mich ganz kurz erstmal für 2-3 Sekunden diesen Stream beenden und danach weitermachen. Das ist dann eine neue Folge.